Hallo und willkommen zur ersten Folge nach dem Was ist das Video von FeeDeBeast Unstable 1.14 mit mir, dem Kirsch. So, Mikrofon weiter an den Mund ran. Nicht, dass es so schallt. Schalli, schalli. So, wir werden uns heute in die Mine begeben. Ich hoffe mal, ich bin laut genug. So, habe ich schon mal ein bisschen Bambus in den Ofen gepackt. Habe nämlich gerade noch kurz geerntet. Wir nehmen noch ein bisschen mit. Das lassen wir hier, hier. Das kommt eher beim Essen. Ich habe mal noch eine Essenskiste gemacht. Was nehmen wir noch mit? Wir hauen gleich mal noch den Fisch rein. Warten wir nicht noch mal ganz kurz, bis der durchgebraten ist. Ich habe auch gerade mal noch schnell geschlafen. Es wurde nämlich gerade Nacht. Aha, Nacht. So, ich habe jetzt auch gerade noch kurz geschaut gehabt, wie wir unsere Erze verarbeiten können. Deswegen werden wir heute erstmal ein bisschen minen gehen und zwar... Wir schauen mal, just, es gibt einen Iron Seed, Iron Sapling. Müssen wir mal austesten, wenn wir genügend Eisen haben. Allerdings werden wir uns wahrscheinlich erstmal mit den Grinder beschäftigen. Von daher, entweder kriegen wir dann mit einer Goldplatte plus zweimal mal zwei raus, müssen wir schauen. Und später dann in einem Crushing von Silent Mechanism. Basic Crusher brauchen wir allerdings schon Bronze. Bronze kriegt man halt Alloy Smelting, Copper Ingot oder Tin. Das heißt, wir müssen viel minen gehen. Sehr schön. Ja, ich packe mal das Essen nach hinten. Wir machen uns mal sogar noch ein Schwert. Nicht, dass wir dann doch noch eine Höhle finden und dann uns nicht wehren können. Die Tür nehme ich natürlich nicht mit. Wäre ja noch sinnfrei. Die Holzspitzhacke nehme ich auch nicht mit. So. Setzlinge auch nicht. Slabs auch nicht. So. Wir machen uns noch schnell einen Waypoint. Und nennen ihn Base. Safe. Wir machen die Minimap mal kurz an. Sehr schön. Müssen wir mal schauen, ob wir den dann bei Vulcan Simon. Na doch. Müssten wir da lang. Okay. Wir machen es aus, gehen auf Höhlensuche. Wir haben Essen mit. Hühnchen möchte ich jetzt ungern umbringen, da wir noch keine Hühnchenfarm haben an sich. Vielleicht finden wir ja hier noch eine Höhle. Direkt hier in der Nähe. Wir schauen mal da drüben hin. Da müsste ich vielleicht mit dem Boot rüberfahren. Ja, möchte ich nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier eine Höhle in der Nähe. Keine Höhle, schade. Auch keine Höhle, ich renne mal jetzt nicht. So. Haufenweise Blaubeeren, das ist schön. Haben wir da hinten einen Höhleneingang. Wäre natürlich nicht schlecht, gleich hier in der Nähe eine Höhle zu haben zum Minen. Wieder bloß eine Werbung auf dem Handy. Benachrichtigung. Jetzt wo ich hier gerade die Folge hier aufnehme, die erste nach der Was ist das? Lädt gerade noch die Folge hoch. Mach mal das Wasser zu. Okay, da haben wir schon Kohle. Autsch. Und Kupfer. Was haben wir hier? Marble. Okay, Kohle nehmen wir auch mal mit. Können wir ja gut für Fackeln nehmen. Ding, ding. Kriegen wir auch gleich noch ein paar Level. Ist auch nicht so verkehrt. Für spätere Verzauberungen. Gucken, können wir auch Kupfer abbauen? Ja.
Gleich Fackeln machen. Gleich mir ein bisschen ausleuchten, weil die haben wir gerade ein bisschen XP, sag schon Iron. Das nehmen wir doch natürlich gerne mit. Dann können wir nämlich schon den Crusher machen und uns mit Eisen durcharbeiten. Okay, die Wasserquelle müssen wir mal auch mal notgedrungen ausmachen. Und Bauxit müsste ja eigentlich Aluminium sein. Wir schauen mal. Just. Aluminium, okay. Nehmen wir doch glatt mal mit. Wir brauchen jedes Erz. Kohle, na gut, wir haben Bambus. Ich nehme aber trotzdem noch ein bisschen Kohle mit. Aber bevorzugt halt Eisen, Kupfer und die ganzen anderen Erze. Die erste Mining-Tour war eigentlich sehr erfolgreich. Ich muss allerdings noch ein bisschen von denen mitnehmen. Ne, nice nicht. Stalagniten. Und noch ein bisschen Aluminium. Und Kupfer. Sehr schön. Sag mal hier noch mehr. Ach, Kupfer von Blue Power. Na komm schon. Zinn. Zinn nehmen wir natürlich auch mit. Wäre ja verwerflich, wenn nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer, immer schön hier umgucken. Hier aufpassen, hier ist Sand, nicht, dass wir uns zufälligerweise zubauen. Das wollen wir ja nicht. Will ja keiner, wir wollen ja ein bisschen leben. Und dann können wir doch so ein Iron Sapling mal probieren. Wir haben ja ein bisschen Eisen auf Tasche. Einfach mal probieren. Wir haben 31, ja, wir können 8 mal opfern. Mal gucken, ob der auch kaputt geht. Pebbles. Also wirklich schade, dass hier kein Ore Excavation drin ist. Aber okay. Wir können nicht alles haben. Damen, oh, ihr habt einiges noch übersehen. Aber es wird, glaube ich, gerade schon wieder halb Nacht.
Oder ist gerade Mittagssonne? Amber, ich nehme es mal mit. Wird eher Nacht. Okay, wir sputen uns jetzt mal. Sputen, 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 das heißt rennen eigentlich und nicht hier langsam laufen. Und mein Jungle Sapling ist gewachsen. Sehr schön. Fackeln alle. Auch nicht schlecht. Okay, es sind jetzt Morphs in der Nähe. Und dann essen wir erstmal was. Muss auch mal sein. Ich habe natürlich nur einen Diorit mitgenommen. Ach, ich kann doch hinlegen. Gut, Glück gehabt. Schwein gehabt. Okay, dann machen wir uns jetzt mal noch eine Kiste mal nur für Erze. Zip, zip, zip. Dann besorgen wir uns halt mal noch ein bisschen Diorit. Oder geht das auch so mit den Crusher? Ich mache mal die Mini mal wieder aus. Dankeschön. Zip. Flint. Okay. So nicht, mein Freund. Die Hauptfrage ist jetzt, greift er an? Hoffentlich nicht. Ein Händler. Was verkauft er denn? Ja, okay. Den haben sie ein bisschen OP gemacht. Minimalistisch. Wir gehen nochmal rüber in die Höhle. Weil da war, glaube ich, auch Gravel. Da war auch Gravel. Genau.
Genau, hier war ja das Wasser. Jetzt kommt die Frage, kann man Flint auch? Natürlich nicht. Wir können jetzt bloß hoffen, dass wir, genau, Flint rausbekommen. Ich nehme gleich mal ein bisschen mehr Gravel mit, man weiß ja nie, wie viel wir wirklich noch benötigen. Also ich nehme ruhig mal 16 mit. Was ist das da hinten? Ist das ein Dorf? Mal kurz hingehen. Ich laufe zwar jetzt gerade in die falsche Richtung. Müsste eigentlich dann auch mal bald Nahrung anbauen. Nein, das sind solche Mini-Dämonen. Muss da lang, oder? Genau. Ein bisschen Orientierungssinn habe ich doch noch. Nicht viel, aber etwas. Und dann machen wir uns dann auch erstmal eine Steinschaufel, dass wir uns ein bisschen Land planieren können für Felder. Dass wir doch schon mal ein paar Sachen anpflanzen können. So, Sand haben wir auf jeden Fall ja auch genügend, falls wir welches benötigen. Aber da haben wir eigentlich schon. Ich würde jetzt auch gerne maximal 20 Minuten Folgen machen von dem hier. Machen wir noch einen Grinder. Grindy. Sehr schön. Wir haben einen Flint. Was brauchen wir noch für einen Grinder? Walls, Cobblestone und so, dann schauen wir mal. Wir haben einen Grinder. Okay, es wären auch Granit gegangen. Der Grinder. Da hauen wir erstmal das Kupfer rein. Und machen uns erstmal, beziehungsweise, used Holz. Wir müssen uns erstmal eine Holzdruckplatte machen. Grind ores and other processing for double ore output activate by placing a pressure plate on the top and jumping the plate. The higher jump from the more is progress, the better pressure plate, the faster. Ah, okay, wir müssen. Wir müssten uns einen kleinen Sprungturm bauen. Okay, kein Problem. Kriege ich hin. Drei Stück oder machen wir sogar noch mal. Wir müssten nämlich ein bisschen höher bauen.
und trotzdem hier mal ausleuchten. Okay, wir haben jetzt schon... Cool. Okay. Okay, können wir das eigentlich wieder abreißen? Das werde ich bestimmt nochmal irgendwann machen. So, 8 Kupferchunks. Cool. Dann läuft schon die erste Erzverarbeitung. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.